You are not prepared. Ja, hallo Leute, Stjami hier und willkommen zu einer weiteren Hunter Let's Play Folge. Sind ja das letzte Mal stehen geblieben und wollten ja noch auf die andere Seite, oder beziehungsweise andere Seite, sage ich, ins nächste Questgebiet weitergehen. Wir haben ja hier eigentlich jetzt nur noch diese eine Quest und das ist Flammensteinspitze. Jetzt aggern wir hier erstmal wieder alles, wie es aussieht. Hier gibt es ziemlich geile Quests. Ich finde Düsterbruch, Düsterbruch sage ich schon, Dämmerwald, nee, wie heißt das hier? Düstermarschen, eins von beiden, was? Auf jeden Fall eins der geilsten Gebiete. Man kann hier gleich mal diese Quest von dem Inspektor hier nämlich machen. Ich glaube, man kann als Horde hier alles einfach annehmen, ja. Als Ali, glaube ich, musst du zuerst mit ihm hier reden. Ansonsten als Hordler nimmst du hier einfach alles mit und kannst es direkt drüben abgeben. 2000 EP, warum nicht? Pro Quest 2500. Ist schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Das fängt schon mal ziemlich geil an in dem Gebiet. Wir haben hier eventuell einen Rahmen-Op. Hier wird einer markiert zumindest. Mit dem Add-on NPC-Scan und NPC-Scan-Overlay. Das hilft beim Leveln immer extrem. Also wer schneller leveln will, kann ich euch nur ans Herz legen. Eins der geilsten Add-ons, die es gibt mit NPC-Scan-Overlay, weil der normale NPC-Scan kann dir beim Leveln in Gebieten von 1 bis 60, 70 glaube ich sogar, kann der dir die Rahmops nicht von alleine anzeigen. Das heißt, du musst wirklich dahin reiten, wo diese Markierungen sind und selber schauen, ob gerade einer da ist. Deswegen ist das ein bisschen, sagen wir mal, behindert. Aber jetzt laufen wir erstmal darüber und ich hatte auch noch eine Idee. Was würdet ihr davon halten, wenn ich Samstag vorm Livestream, zwar nicht wöchentlich, das kommt immer drauf an was, so eine Art Talk-Format hochlade, wo ich über eventuelle Änderungen rede oder so, vielleicht Patch-Änderungen oder auch, ich weiß nicht, ob der eine oder andere euch vielleicht englische YouTuber schaut, wie Asmongold, also wo es halt um Themen geht, wie auch zum Beispiel das neue Transmog-System, dass ich halt nicht so ein detailliertes Video drüber mache, sondern einfach nur, oder vielleicht einfach drüber rede halt, was man damit machen kann, bla bla bla, was jetzt in, was mir an Instanzen gefallen hat in Legion oder sonstiges, dass ich das da einbaue, oder halt, wie gesagt, entweder News oder so ein Talk-Format, eins von beiden, dass ich das immer vorm Stream hochlade, das heißt irgendwann morgens hochlade, dass das irgendwie um 8 Uhr online geht oder so, samstags, und ja, dann Samstag sowieso standardmäßig immer 15 Uhr normal Stream. Würde mich auf jeden Fall interessieren, könnt mir unten mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch sowas interessiert, ob ihr da irgendwie up to date bleiben wollt, was denn Neues kommt oder was für Änderungen auf uns zukommen oder was weiß ich. Könnt ihr mich ja wissen lassen. Yay, wir haben ja schon das erste Level up und kriegen erstmal 5 Millionen neue Quests. Fängt schon mal geil an. Weil es gibt definitiv sehr viele Dinge, über die man in WoW, sagen wir mal, reden kann. Oder vielleicht Veranstaltungen von anderen Streamern oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn irgendwer was organisiert, auch unter euch vielleicht, lasst es mich wissen, dann kann ich es vielleicht verbreiten. Sagen wir so, wenn ich die Idee natürlich gut finde und wenn auch dementsprechend irgendwie Leute mitmachen. Ich meine, ob du jetzt mit deinen Freunden orgst, dass du, keine Ahnung, RP-Event mit 3 Leuten oder was in der Höhle machst, das wird halt nicht gerade viel Leute. Aber so Sachen kann ich gerne auch anmerken. Kann man gerne machen. Der ein oder andere von euch hat sicher auch einen YouTube-Channel oder will vielleicht einen YouTube-Channel machen. Ja. Dann immer gerne. Kann man definitiv mal machen. So, was müssen wir jetzt überhaupt tun? Ich verliere hier gerade voll den Faden. Säuriges Beutel, Graunebelei, Moderranken, Spitzel töten und irgendwas retten. Achso, das war die Tusse in dem Turm, glaube ich. Ich glaube, wir können hier einfach instant alles über den Haufen schießen. Ich glaube nicht, dass ich sonderlich viel werden. Ich möchte auch, wie gesagt, vor Legion noch einige Videos natürlich hochladen, die die Dungeons und Co. abdecken. Beziehungsweise auch, ich glaube, ich mache das gleich in Guide-Format, für wenn es live geht halt. Dann ist das halt Guide/Overview oder eigentlich eine Guide, aber ihr seht halt die Dungeons dann, wie die im Endeffekt aussehen. Kann ich jeden Boss gleich mal zumindest für HC erklären. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, dass ich die Mythic Plus Inis mal teste. Aber vielleicht mache ich das mal. Ansonsten im Stream eventuell auch mal. Das Problem ist halt immer, dass Samstag, man hat es heute wieder gesehen. Oder gestern in dem Fall, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. oder sagen wir Sonntag. Sonntag haben wir es gesehen. Samstag, Sonntag kannst du einfach mega vergessen, auf dem Beta-Server zu spielen, weil er einfach so gestopft voll ist, dass es laggt wie keine Ahnung was. Und das regt halt mehr auf, als dass ich irgendwas zeigen könnte oder sonst was. Halt den immer mega nervig gleich mal, aber egal. Aber es kommen halt im Livestream auch immer sehr, sehr viele Fragen auf. Zum Beispiel, wenn ich Beta einlogge, kommen halt sehr viele Sachen zu fix.
Was ist Transmog 2.0? Wie spielt sich die um die Klasse? Was verändert sich da? Was sind Mythic Plus Dungeons oder was auch immer? Da kann ich gerne mal ein Video dazu machen, weil dann kann ich das auch im Stream zukünftig verlinken und muss da nicht jedes Mal, wenn erneut wieder einer fragt, für jeden 20 Minuten erklären, obwohl es die anderen schon 1000 Mal gehört haben. Glaube ich, stelle ich mir halt ein bisschen nervig vor für die anderen. Aber wie gesagt, lasst mich wissen in den Kommentaren, auf jeden Fall. Wäre ich sehr offen für sowas. Und auch Vlog-mäßig, diese Trainings-Vlogs kommen irgendwie sehr gut an, finde ich. Oder sieht irgendwie so aus, Likes zu urteilen und Views zu urteilen. Ich weiß nicht, ob ich da mehr machen soll oder ob ich da weiterhin dabei bleibe, dass ich vielleicht maximal einmal alle 2 Wochen, alle 2-3 Wochen mal einen mache. Schauen wir mal, wie sich es von der Zeit ergibt. Ich möchte halt am Donnerstag, wenn ich meistens Trainings-Vlogs auch hochlade, auch nach wie vor die Rufguides etc. machen. Die Rufguides haben auch viele gefragt. Die Rufguides release ich einfach nach und nach. Also Classic, alle Ruffaktionen, Burning Crusade, alle. Jetzt kommt dann die Classic. Ich glaube, viel bleibt nicht mehr übrig. Ich weiß gerade nicht mehr, was noch genau fehlt. Aber ich mache mal ein komplettes Video, nur zum Wahnsinnigen. Das heißt, weil immer viele fragen, wie es den Titel gibt, der Wahnsinnige. Und da mache ich halt, wie gesagt, Video zu. Das gehört ja auch zu den Classic-Fraktionen. Und dann gehen wir halt weiter, Burning Crusade etc. Und dann Roth und so weiter und so fort, bis wir irgendwann am Ende angekommen sind. Pfadfinder vom Trainer fragen ja auch immer so viele. Muss ich aber sagen, ich weiß nicht, ob sich jetzt noch lohnt, dass ich mir den Aufwand antue, das Video zu machen. Es gibt, glaube ich, sogar einen deutschen YouTuber. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer, ich glaube, Telar hat dazu was gemacht. Ansonsten schaut mal auf seinem Kanal einfach vorbei. Ich glaube, da findet ihr schon was für den Pfadfinder. Weil ansonsten, ich weiß halt nicht, wie gesagt, ob sich das wirklich noch lohnt, dass ich da so extra ein Video mache. Nur deswegen. Schauen wir mal, wenn es mit der Region drinnen bleibt, dann auf jeden Fall mal. Warum steht hier so eine große Witwe? Brotkönigin. Ich glaube, die droppt eine Quest. Die sieht verdächtig danach aus, als ob die eine Quest droppt. Weil, easy. Achso, ich habe Execute auch schon. Bam. What the fuck? Was für 2000, Hit. Die droppt halt einfach gar nichts. What the fuck? Okay, never mind. 2 Quests haben wir fertig. Jetzt brauchen wir Moderanke. Moderanke töten. Achso, nicht looten. Spitzel. Achso, das sind die im Stealth immer rumschleichen. Hey Mann, ich mag die Quest gar nicht. Die stealthen halt keine Ahnung wo durch die Gegend immer. Erstmal Frax healen. Ich muss mal auf jeden Fall ein neues Pet besorgen irgendwann mal. Ich habe im Thumbnail ein neues Pet eingebaut, aber gut, das gibt's halt. Zumindest weiß ich nicht. Ich glaube, das gibt es nur den Trainer momentan, den Wolf zu holen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwo das Wolf-Model gegen den schon ersetzt haben in den alten Gebieten. Ich glaube, da ist noch teilweise der alte eingebaut. Denke ich mir zumindest. Ich wüsste es gerade nicht mehr auswendig. Ach genau, das sind die hier. Die Moderanken. Vielleicht Aspekt ausmachen. Hey Mann, ich reg mich halt selber immer über Hand auf, die den drinnen lassen. Dann vergesse ich es halt selber. Ist das ein Rare? Nee. Wo ich backjump, auch hier. Sonst hatte ich den immer anders gebindet, ey. Ich wollte gerade auf meinen anderen Key drücken. Egal. Warum hilft mein Pet eigentlich nicht? War eigentlich defensiv gestellt. Achso, das kann man eh auf Helfen auch stellen. Ah. Hey Mann, was stelle ich immer rum und kenne mich dann nichts aus, ey. Das ist ein Rahmen? Nee. Ich glaube, hier ist gar keiner. Ach nee, die sind gar nicht Stealth. Okay, mir kam vor, die waren mal Stealth. Kann mich irren. Ich bin heute nicht mehr auf meiner geistigen Höhe. Es ist so warm heute, Mann. Es hat den ganzen Tag nur geregnet, aber es ist wärmer als gestern, Mann. Vor allem zuerst hat es die ganze Woche irgendwie, zuerst mal 25, 24 Grad und dann auf einen Schlag einfach mal 37 gehabt, Alter. Das ist halt nicht mehr normal. Finde ich nicht akzeptabel, sowas. Finde ich nicht gut, Mann. Krieg auch überhaupt keine Farbe, Mann. Ich kann halt, ich glaube, ich könnte ins Solarium gehen, ne, einen Monat lang, jeden Tag für 2 Stunden, halt, und sehe gleich aus wie jetzt, Mann. Super Gene, Mann. Bei meinem Vater das gleiche. Musste damals so lachen. Der war halt mit Mom zusammen im Urlaub. Waren die, keine Ahnung mehr wo. Kommt nach 2 Monaten zurück. 2 Monaten, sag ich, 2 Wochen zurück. Und sieht halt einfach 1:1 gleich aus. Einfach überhaupt nichts braun geworden, ne. Unsere Familiengene sind einfach beste, Mann. Nein.
Spitze von Terra mal 5 von 9. Ich glaube, damit sind wir auch gleich fertig. Dann brauchen wir hier nur noch Level Itana und Fracht der Morgen. Oh, Morgenruhe oder Morgenbö oder wie die gerade hieß. Wie hieß die gerade? Morgenbö, okay. Morgenruhe, glaube ich, war irgendwie bei Assis von der Allianz. Glaube ich. Ich merke mir immer so viel Scheiße irgendwie. Merke mir alle Sachen, die ich mir nicht merken sollte. Ist jetzt hier keiner mehr. Werden doch hier überall markiert. Die Spitzel sind halt nicht da, wo die irgendwie reinsehen würden, oder was? Die schleichen halt irgendwo rund um die Base rum. Hey, Mann. Bam! Gott, geh down. Free kill. Easy. So, jetzt brauchen wir nur noch, genau, jetzt brauchen wir noch die Fracht. Ich glaube, das ist beides im gleichen Turm. Ach, hier wäre sogar ein Rahmob ab und zu. Das Sumpfmonster wäre drüben gewesen. Was haben wir hier? Ey, wo ist das denn wieder? Kann ich das nicht verschieben? Hallo? Alt? Okay. Was ist das hier für einer? Reißerschuppe. Okay, kenne ich gar nicht. Mit Kataklysmen wurden ja einfach so viele neue Rare Mobs eingefügt, dass ich die 90% gar nicht mehr kenne. In den zumindest nicht Standardgebieten, wo ich nicht dauernd queste. In den anderen kenne ich die eh schon wieder auswendig, aber wenn man gerade nicht 24-7 im gleichen Questgebiet ist oder zum Beispiel zumindest in den Startzonen, dann kennt man das nicht unbedingt. So, ich glaube in dem Turm soll sie drinnen sein, hoffe ich mal. Boom. Aimshots for the win. Hey Mann. Erstmal alles one-hitten. Kein Ding. Nein! Warum geht der mich nicht an? Daryl hat keinen Bock mehr. Ist das Daryl aus The Walking Dead? Ich glaube fast. So, jetzt haben wir hier sie. Die schicken wir einfach mal zurück. Die läuft, glaube ich, von alleine einfach raus dann. Achso, dann müssen wir einfach nur ihn töten und dann läuft sie weg oder was? Ja, genau. Der kleine Daryl keinen Bock, die zu beschützen, wie es aussieht. Boah, den schießen wir einfach mal unter mal auflaufen. Bisschen tot, aber nur ein bisschen. Hey, wie viele Wachen kann man in einen Turm stellen, Mann? Übertreibt halt. Das Transmog sieht aber nicht so schlecht aus von denen. Irgendwie cooler Mog mit dem Wappmog dazu. Passt eigentlich. Ich glaube, das wollte ich mir beim Krieger mal auf Veklor morgen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das war dasselbe, was ich machen will. Ja. Fallschaden avoiden erstmal als Hunter. Oder zumindest fast. 140 zählt nicht. Pet, komm! Was gibt's hier für Pets sonst zum Zähmen? Hier gibt's, glaube ich, nur eine Spinne. Spinne, Krokelisken. Gibt's hier sonst noch was? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Spinne, Krokelisken ist hier schon das Einzige, was hier rumeiert. Schauen wir, vielleicht ist der Ramob schon gespawnt. Staubsuhl, aber so ein Krokelisk sieht auch mega scheiße aus. Ich will einen Wolf oder eine Geisterbestie. Aber Geisterbestie könnte ein bisschen dauern, die zu zähmen, glaube ich. Bis ich ja mal eine finde, sagen wir so. Ach, hier waren noch zwei Quests. Ey, Mann, ich glaube, die sind aber erst jetzt aufgegangen, oder? Den Speer. Achso, das ist dann schon unten. Ey, nein, oder? Nein. Ich glaube, bei irgendeiner Quest muss ich nochmal da nach oben. Aber ich glaube, die Quest war jetzt unten dann irgendwo. Egal. Gefailed hilft nicht. Muss ich nochmal rein. 7000 EP. Was? Was für 7000 EP für eine Quest, ja. Mann? 5k. Die Gerechtigkeit wird auch sein. Ja, da kriegen wir erstmal Level up. Was haben wir hier? Platziert eine Sprengfall. Aber Fallen schleudern habe ich noch nicht, oder? Oder kann ich das passiv? Kann man das passiv? Ah ne, Fallen schleudern. 48, okay. Joa. Ice Trap. Wann habe ich Ice Trap eigentlich bekommen? Ice Trap auf C. Das packen wir auf. Packen wir mal hier hin, passt schon so. Leuchtfeuer. X. Kann man eigentlich lassen. Ja, das kann man lassen. Leuchtfeuer ist nach wie vor nur Aufdeckung, oder?
20 Sekunden CD, 10 Sekunden. Ah, 20 Sekunden. Okay. Das heißt, es ist immer ready? Was? 20 Sekunden, 20. Okay. Lol, das ist immer ready, wenn es ausläuft. Okay, nice. Ohrkrämer ist euch gegenüber jetzt respektvoll. Wo ist der Questgeber? Ach, hier, lol. Sieh ich halt fast nicht. Der Matsch, die Brot. 5000 EP, wieder 5000. Hey, Mann. Wie viel EP kriege ich hier? Drast Slip. Ich glaube, das ist auch schon eine Quest für unten dann, oder? Sumpfaureal, das war das andere. Genau, das ist schon eine Quest für unten dann. Das ist schon, sind schon ein bisschen höhere Quests, sagen wir so. Als nächstes. Ja, gehen wir zuerst die Brutkönig. Gehen wir halt nochmal in die Höhle rein. Vielleicht ist der Rare Mob ja in der Zwischenzeit schon mal respawned. Zum dritten Mal. Achso, nee, das ist ein anderer. Das war der hier. Pedipalus, der Brutkönigin. Scheiße, ich wusste doch, dass die für irgendwas gut war, Mann. Ich habe mir schon gedacht, du stellst doch nicht so eine riesen Spinne, die keinen Sinn hat am Ende. Außer sie hätte irgendwie einen besonderen Namen gehabt, aber die war halt einfach eine Spinnenkönigin. Sonst, wenn es ein besonderer Name ist, vielleicht Quest-Item-Drop oder manchmal einfach eine Anspielung auf irgendwas. Aber nein, dieses Mal natürlich nicht. Natürlich ist hier alles respawned einfach mal. Hey, Mann. Nein! Was für ein Tod, Mann. Aimshot. Bogen sieht halt irgendwie tausendmal geiler aus. Das werde ich auch immer wieder in den Kommentaren gefragt. Mir gefällt Bogen einfach mehr. Keine Ahnung. Ich feiere Bögen. Ich feiere die Art und Weise, wie man mit dem Bogen schießt. Ich sehe sowieso schon kommen, dass ich den Taure irgendwann wieder wegchange. Ist wahrscheinlich eh gleich wie beim Krieger. Ich fange immer irgendwas an und wenn ich den Char wirklich mag und lang spiele, dann muss ich den irgendwann changen, weil irgendwann nervt mich einfach eine gewisse Rasse. Zumindest bei manchen. Zum Beispiel jetzt finde ich gerade mega anreizend irgendwie Orkjäger. Orkjäger ist irgendwie cool. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Pfeil! Hauptsache der Stunt noch, obwohl der schon im Global war. Okay. Interessant. Egal. Haben wir das Ding jetzt auch? Können wir wieder rausgehen. Gehen wir den anderen Weg, weil dann können wir wirklich alle Spinnen wieder töten. Krieg ich wenigstens ein bisschen EP. Kostet mich Execute Focus. 45 Sekunden? Nein, das kostet mich keinen Kuh. 45 Sekunden, was laber ich? 10 Sekunden, 45 Meter Range. Hat das alles 45? 40, 40, 45, okay. Interessant. Nein, Petil. Okay, das war jetzt aber alles. Backjump, Bro. Können wir das gleich. Können wir das gleich wieder abgeben und dann gehen wir gleich Ogron. Ich glaube, das war der Ogre. Ja, Ogron. Lässt sich schon mal auf Ogre ableiten. Ziemlich sicher, dass das der Ogre ist. Das war irgend so eine Quest mit einem Verräter. Irgend sowas. Ich glaube, da kommen irgendwie mehrere Mobs und die erzählen dann die. Ja, das heißt erzählen eine Geschichte. Stellen den zur Rede, so quasi. Unsere Vollstrecker bewachen das hier Wacker. Was haben die eigentlich für ein Level? 45, okay. Die wachen gar nicht überall Level 100, wie es aussieht. So. Jetzt haben wir das hier. Wie viel EP kriegen wir hierfür? 6000 sogar. Aber ich glaube, eine Folge gibt es keine. Nein. Ja, dann gehen wir als nächstes zum Ogre. Ach, jetzt müssen wir mit dem Inspektor auch reden dann. Egal, gehen wir zuerst zum Ogre rüber und dann zu dem Inspektor hoch. Ich glaube, der kann uns dann irgendwie mehr über das Schild erzählen und dann geht, glaube ich, die Questreihe noch weiter. Irgendwie musste man das Schild dann später noch mit verschiedenen Giften reinigen oder so und am Ende kriegst du dann eine Belohnung. Sprecht mit Ogron, wo ist er? Sollte hier irgendwo warten? Ich glaube, hier macht schon einer die Quest, oder? Oder Ogron vermöbelt einfach gerne Krokodile. Nein, der vermöbelt die einfach gerne. Ogron? Rip Ogron. Die spawnt er erstmal. Warum kann der von... Ey, Mann. Warum wird der von so Krokodilen geagrot? Genau, zu dem einen Typen drüben müssen wir hin, zu dem hier. Der sollte irgendwann mal wieder spawnen, glaube ich. Der stand hier, in etwa. Zumindest ist die Markierung genau hier.
Entweder hat das gerade wer gestartet oder der NPC kann wirklich einfach verschiedenste Mobs hier aggroen. Wäre, glaube ich, nicht so schlau. Ich hoffe, die kriegen das bei Legion echt noch alles gebalanced im Low-Level-Bereich, weil momentan sind sehr viele Talente, die einfach gar nicht richtig funktionieren. Ist mir in der Beta zum Beispiel aufgefallen. Beim Paladin, beim Retri gibt es als Level 75 Talent, gibt's Justias Vengeance. Das ist ein Talent, ist ein Finisher wie Urteil. Kostet aber 5 Holy Power anstatt 3, macht dementsprechend mehr Damage. Das Ding ist aber, ab 75, 5 Holy Power gibt's nicht. Du hast ab 75 nur 3 Holy Power. Du kriegst ab 85, kriegst du die 5. Holy Power oder die 2 Holy Power dazu. Ich habe mal Bug Report gemacht, aber finde ich halt komisch. Die sollten auf jeden Fall aufpassen, dass es im Low Level nicht irgendwie zu Komplikationen kommt dann. Mittlerweile, glaube ich, gibt schon zu viele Sachen, auf das sie achten müssen. Aber schauen wir einfach mal, ob es im nächsten Build schon gefixt ist. Vielleicht kriegt man einfach früher schon die 5 Holy Power. Ich sehe sowieso keinen Grund, warum man das ja so spät kriegt. Das ist sowieso sinnfrei. Kommt der irgendwann mal, oder? Ist der jetzt gone? Ich glaube, der ist jetzt forever gone, wie es aussieht. Lost in Translation. Transition. Nevermind, egal. War das nicht ein Film? Lied? Irgend sowas in der Art. Ich glaube, von Coldplay. Gibt's das? Nee, oder? Nee. Ich weiß es nicht mehr, egal. Rare Mob. Erkennt man fast nicht. Erkennt man fast nicht, dass hier ein Rare Mob. Warte mal, soll ich mir den zähmen? Nein, nein. Nicht schießen. Stop it. Kann ich mir den zähmen? Ich will mir den jetzt zähmen. Hey Mann, was? Ich will mir jetzt den. Ich zähme mir den jetzt hier. Ne, warte mal. Wo ist mein Zähmen, Mann? Ich glaube, ich habe das gar nicht gebindet. Gibt's das? Ich glaube, ich muss den hier wegschicken. Freigeben. Und dann kann ich hier irgendwo Zähmen machen. Wiederbeleben. Tierzähmen. Hier. Komm, den will ich haben. Terromak. I need that shit. Nice. Neues Pad. So. Jetzt alle zufrieden. Komm, ich nenne den wieder um. Frax. Wunderbar. Weiter geht's. Jetzt soll der Ogre wohl mal irgendwo da sein. Ey, jetzt ist die mega klein, Mann. Egal, die sieht cool aus. Wenigstens mal ein neues Pad. Ja, da ist er ja. Jetzt können wir wenigstens die Quest hier noch machen. Folgt Ogron und sprecht mit Reed. Ja genau, das war die Quest. 7000 EP schon wieder. Ich habe halt hier, ey Mann, ich bin halt schon fast Level 39 gleich. So, jetzt geht er erstmal in Slow Motion. Schaut euch diesen trainierten Rücken an, Mann. So damn hot. And that ass. That ass. Der Arsch geht direkt in den Oberschenkel über. Ey, lauf halt schneller. Weiß halt eh schon, wo der hin will. Sind das jetzt Gebietsgeräusche oder macht die Mücke die ganze Zeit das Geräusch? Ich glaube, das ist die Mücke, oder? Ich glaube. Das ist halt echt die Mücke, ey, Mann. Egal, hilft nicht. Damit muss ich jetzt leben. Hauptsache, das Pad sieht cool aus und passt zum Transmog. Das kann ich für euch tun. Was wollt ihr? Lasst mich einfach in Ruhe. Ich schwöre, ich habe nichts gestohlen. Hier, nehmt ein paar meiner Vorräte, aber geht bloß fort. Sagt uns einfach, was ihr über das Gasthaus zur süßen Ruhe wisst und ich werde euch nicht den Schädel einschlagen. Ich habe vielleicht ein oder zwei Sachen aus dem Gasthaus mitgenommen, aber was kümmert das einen Ogre? Nun, wenn ihr mir nichts über das Feuer erzählen wollt, keinen Schritt näher, Ogre. Und ich weiß absolut nichts über euer Feuer. So, was haben wir denn? Wo war ich jetzt? Habt ihr was gehört? Reef, endlich habe ich euch gefunden. Verkehrt ihr jetzt schon mit Ogern? Keine Angst. Nein, es scrollt weg. Keine Angst, selbst der Doran Verräter wird ein wenig Gnade gewährt. Weiter, zeigt eurem Leutnant Reef ein wenig Mitleid. Ja, der hat ihm einfach mal einen Pfeil in die Brust gehauen. Okay? Verflucht, ihr stirbt jetzt doch, Mensch. Leutnant Calden. Ich glaube mal, der rippt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, der rippt. Seid ihr noch unter uns, Reed? Heute muss euer Glückstag sein. Gut, ich rede. Lasst mich nur in Ruhe. Schaut, ihr werdet mir nicht glauben, aber
Oh, beim Licht offensichtlich konnte das Mädchen schießen. Sieht tot aus. So haben wir nicht gerade großen Nutzen davon. Ihr solltet besser zurückgehen und Krog erzählen, was passiert ist. Danke übrigens, dass ihr mir den Rücken freigehalten habt. Alles klar, netter Orgemann. Finde ich cool. Ich habe letztens diese Textbubbles ausgeschaltet. Jetzt muss ich immer im Chat so genau schauen. Jetzt fliegt hier schon wieder so eine Mücke rum. Ich dreh durch, Alter. Was hilft gegen diese kleinen Mücken? Wie heißen die überhaupt? Ich weiß das halt nicht. Das sind keine Obst- oder Fruchtfliegen. Das sind einfach so ganz kleine schwarze Mücken. Aber voll viele immer. Mir kommt vor, ich habe so ein Fliegennetz drinnen. Und mir kommt vor, die legen diese Eier immer in diesem Netz drinnen. Und dann schlüpfen die halt hier drinnen. Nerven mega, Mann. Ich kann beim Stream abends nicht mal Fenster aufmachen, weil halt einfach so viele von diesen Mücken dann drinnen sind. Was braucht ihr? Was kriegen wir? Schmetterprügel. Sieht mega scheiße aus. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Seitling Schmerzen Eisenschild zu Mosan in Donnerfels. Genau, das schickt die Quest reitig einfach hier rum. Aber ich würde sagen, das war lange genug, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch wie immer gefallen hat. Wenn ja, lasst es mich wissen. Gebt mir ein Däumchen nach oben. Schreibt mir einen Kommentar oder was auch immer. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.